Hallo und willkommen zurück hier zu unserem Sims 4 Let's Play quasi. Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das zu benennen, weil Let's Play einmal die Woche ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, also ein bisschen selten. Deswegen nenne ich es irgendwie immer Gameplay-Projekt oder Sims 4-Projekt. Ich weiß auch nicht genau, es ist ein bisschen komisch. Ich möchte es aber auch gern nur einmal die Woche halten. Ich finde sowas eigentlich ganz schön. Und gerade damit, dass wir sowieso mit jeder Folge immer wechseln, wie ihr sicher schon bemerkt habt, sind wir jetzt mit Charlotte wieder in ihrem Laden hier in Newcrest. Ja, hat es doch so ein bisschen was, dass man da auf jeden Fall auch das einmal wöchentlich nur machen kann, quasi. Ich habe sie jetzt erstmal zum Meditieren geschickt. Ist ja jetzt erstmal Nacht. Sie hatten die Gitarre, ja klar, die hat sie ja immer noch. Die hatten wir hier ihr gekauft. Das passt also soweit. Sie hat immer noch 955, 995 Simoleons hier in der Ladenkasse. Sollten unsere Sims auch mal anfangen, Geld zu verdienen, dann werde ich das natürlich auch irgendwie reinschreiben, werde ich mir das notieren und merken, wie viele Simoleons die beiden Geschwister hier verdient haben, um zu schauen, wer vielleicht erfolgreicher ist, um dem Ganzen auch so einen kleinen Vergleichswert zu geben. Auch wenn das natürlich jetzt nicht das Wichtigste ist, dass wir möglichst viel Geld verdienen wollen, sondern die sollen halt einfach ihr Leben so ausleben, wie sie es möchten. Gitarre können wir natürlich auch noch mal ein bisschen leveln. Können wir natürlich auch noch ein bisschen üben. Ich sehe gerade, ich weiß gerade gar nicht, wo ihre Bedürfnisse sind. Ah, hier. Ich bin gerade ein wenig uneinig. So, Gitarre spielen kannst du noch mal ein bisschen. Ja, ich finde ihren Schlafplatz oder ihre Wohnung allgemein eigentlich gar nicht so uncool. Ich finde es irgendwie ganz, ganz schön. Ist eigentlich, die Dinge sind alle noch so abgeschlossen, wie sie sollen, oder? Ja. So besonders gut klingt das aber ehrlich gesagt noch nicht, meine Gute. Beanspruchen. Okay, können wir gern machen. Und dann können wir es schlafen. So, was heißt denn beanspruchen? Okay. Keine Ahnung, sie hat es irgendwie unbedingt beansprucht. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal schlafen. Schlafen für die Nacht. Dann können wir irgendwas Schönes frühstücken. Was könnten wir denn Schönes frühstücken? Rührei vielleicht? Nehmen wir uns ein Rührei frühstücken. Und Yannick muss dann bei der Arbeit sein. Der macht aber seinen eigenen Kram natürlich, weil wir sind ja hier mit der guten Charlotte unterwegs für heute. Das heißt, den ersten Arbeitstag von Yannick werden wir also gar nicht erleben. Oh, warum machst du das da? Du hast doch dort einen Platz, wo du arbeiten sollst. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, dass du das an der Stelle machen musst. Weil da ja eigentlich was steht, wisst ihr? Das ist ein bisschen doof, dass die das machen. Kannst du das bitte einfach nicht dahin stellen? Kannst du nicht dort drüben das zubereiten? Ich muss mal gucken, ob ich das umstellen kann. Das stört mich nämlich doch ein wenig, dass sie das so macht. Ich weiß ja nicht, ob man da immer noch was zubereiten kann dann quasi. Ich muss mal eben ausprobieren. Mit Move up. Ach so, ich muss einfach nur M eingeben. Ich habe nämlich den dazu passenden Mod, dass ich nur M eingeben muss, damit das funktioniert. Moment. Eben kurz machen. Dass sie dann nach Möglichkeit halt hier drauf ihre Sachen zubereitet. Und nicht dort, wo der Teekocher ist. Du sollst das auch nicht da essen. Du sollst das schon an deinem Tisch essen. Ja, iss doch einfach, wenn du Hunger hast, Mädchen. Ich weiß halt auch nicht, warum sie es einfach nur hingestellt hat, anstatt es zu essen. Ach, daran kannst du gar nicht essen. Liegt das an der Blume oder woran liegt's? Oder an den Stühlen? Ich weiß es nicht. Ist gerade ein bisschen eigenartig. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie daran nicht essen kann. Zumindest an dem Stuhl nicht. Vielleicht steht hier zu viel drumherum. Mal gucken. Kann ich ja mal anderweitig testen. Muss ich auch nicht jetzt testen. Spielst du das wenigstens direkt ab? Ja, sehr schön. So, dann können wir uns auch umziehen zur Alltagskleidung. Dann können wir ja mal gucken, ob wir irgendwelche Sammeldinge finden. Irgendwelches Gemüse. Löwenmäulchen. Pilze. Irgendwas, das wir ernten können.
Zwiebel können wir leider nicht ernten. Sonst könnten wir die auch anbauen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht so viel. Ja, doch, da drüben ist noch ein bisschen was. Erdbeeren können wir alle nicht ernten. Warum fühlt sie sich denn unwohl? Wegen schlechtem Essen. Oh. Die können wir alle nicht ernten hier, die Pflanzen. Das ist natürlich ungünstig. Hier sind auch gerade ein paar Leute zugegen. Alice. Mädchen. Ja, was machen wir denn dann mit dir? Na gut, nicht. Ich hätte halt gern hier irgendwas angepflanzt. Was können wir denn für Samen kaufen? Kräuter für Einsteiger vielleicht. Und dann können wir die vielleicht anpflanzen. Petersilie. Hä? Wo hast du die jetzt platziert? Wow. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ein bisschen Petersilie pflanzen und Basilikum. Ja, dann können wir nämlich auch ein bisschen Gartenarbeit betreiben. Ich finde, das passt zu ihr und das sind ja auch nur so ein paar kleine Kräuter, die sie vielleicht für ihr Essen nutzen kann, um damit was zu würzen oder sowas. Bei Sims 3 ist das zumindest so. Ich weiß nicht, wie das hier bei Sims 4 ist, was man da so macht. Ja, jetzt haben wir weiterhin investiert. Was? Die Pflanze Basilikum konnte nicht keimen. Stelle sie an einen Ort, an dem sie mehr Platz hat. Was? Man kann das da drin nicht anpflanzen? Wie schlecht ist das denn bitte? Was kann man denn da drin dann anpflanzen? Wenn nicht das. Hä, wofür gibt es denn diese Blumenkübel? Wenn man da nichts drin anpflanzen kann. Verkaufe ich die wieder? Das ist natürlich nicht kein Gewinn machen, sondern. Ich meine, wir haben ja vor allem einen Verlust gemacht, aber. Das ist ja tragisch, dass wenn die da gar nicht anpflanzen kann, dann muss ich erst mal gucken, was man überhaupt da anpflanzen kann. Ja. Lernen wir mal Nadja Lamberts kennen. Wie gesagt, wir brauchen ja so ein bisschen. Ja, wir müssen ja noch so ein bisschen unsere Schämfähigkeit erhöhen. Kannst du dich bitte irgendwie ihr gegenüberstellen? So reden Leute normalerweise miteinander. Kennenlernen. Warum müssen die so komisch zueinander stehen? Wir Können absurdes Gerücht verbreiten, wertvollen Besitztümern fragen, falsche, schlechte Nachrichten verkünden und über unsere Karriere lügen. So, mal gucken. Steht hier denn irgendwas? Keine Ahnung, ob sie einfach sowas klauen kann, ob sie. Also ich meine, man müsste erst diese Fähigkeit ein bisschen verbessern. Fragen wir sie mal nach ihrer Karriere und können sie zu einer falschen Party einladen und vielleicht auch eine Verschwörungstheorie mitteilen. So, auf jeden Fall ein relativ angenehmes Gespräch. Ich finde, die gute Nadja sieht doch eigentlich ganz sympathisch aus. Ist leider jetzt dein Problem, dass du mit der Charlotte zu tun hast. So, ein paar falsche, schlechte Nachrichten, dann falsche Selbstsicherheit. Wir können behaupten, ein kriminelles Superhirn zu sein. Können wir ja definitiv machen. So, wie sieht das mit der Fähigkeit aus? Brauchen wir echt noch eine ganze Menge dafür. Können Sie hier noch nach Ihrem Tag fragen? Fragen, ob sie Single ist? Oh, jetzt ist sie selbstsicher. Können Sie noch mal nach wertvollen Besitztümern fragen und ein absurdes Gerücht verbreiten? Und vielleicht gerne noch mal eine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien über alles. Dann haben wir dann auch bald schon mal Level 5 erreicht. Ich hoffe, dass wir damit dann mal was anfangen können. Ich würde gern mal irgendwas klauen können, wenn es nur irgendwas Kleines ist. Aber so ein bisschen was werden wir ja wohl mal klauen dürfen, oder? Rumblödeln können wir auf jeden Fall auch. Warum ist sie so angespannt?
So, wer ist das? David Schrainer, okay. Gelbador. Fuizachima. Benassa? Ja, Sash. Bin equipped. Holiday. Janis Cirque. Jürmisch. Dann wird sie über Aliens. Und dann. Vielleicht fragen wir sie nochmal nach ihrem Entbindungstermin. So fies es auch ist, sie sieht auch nicht wirklich so aus. Vielleicht ist sie erst im zweiten Monat oder so. Aber wir können ja erstmal fragen. Wer weiß. Weil jemand einen Hüftstoß vollführen. Dann machen wir das doch direkt mal. Ah, sie hat es irgendwie positiv aufgenommen, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt geht sie aber doch wieder. Vielleicht hat sie es doch nicht so positiv aufgenommen, wie ich dachte. So, dann würde ich mal sagen, reisen wir irgendwo hin. Denn wie gesagt, ich würde gerne was klauen. Ich weiß noch nicht wo. Aber wir können erstmal irgendwo hinreisen. Und gucken. Es hieß, also jemand hat auch gemeint, ich könnte auch auf Gemeinschaftsgrundstücken klauen. Und ich habe auch noch gar nicht dran gedacht, vorher mal irgendwo nachzulesen, mich zu informieren. Das hätte ich eigentlich auch mal machen können, finde ich. Mal zu schauen, wo ich denn die besten Chancen habe oder ja, mit welchem Level man was erreichen kann. Hätte ich mich ja auch mal informieren können. Ich kann ja mal ins Fitnessstudio gehen und gucken, ob wir da was erreichen. Ansonsten werde ich mich auf jeden Fall zum nächsten Mal hin, wenn wir mit Charlotte spielen, ein bisschen informieren, was die Kleptomanie angeht, wie wir da am besten vorankommen können. Denn ja, es ist ja auch erst Folge 2 mit ihr gemeinsam, aber trotzdem würde ich hier natürlich gern ein bisschen was erreichen wollen. Schaut mal, das Grant. Reden wir doch mit ihm mal. Können wir uns ihn ganz freundlich vorstellen. Ihn hat übrigens Exe erstellt, falls ihr die kennt. Die Exe halt. Und mit dem können wir ein bisschen reden. So, wir können gerne ein absurdes Gerücht verbreiten über unsere Karriere lügen und ihn direkt mal zu einer falschen Party einladen. Ich hoffe mal, dass unsere Schämfähigkeit dann auch mal steigt und wir hier vielleicht doch irgendwas mal klauen können. Ich will hier was klauen. Licht oder so. Ich weiß nicht genau. Falsche, schlechte Nachrichten. Ich meine, so viel Giftwolken auf andere Sims anwenden. Können wir irgendwie Licht klauen oder so? Ich würde hier gerne was klauen. Warum kann ich das nicht? Eine Klorolle oder so? Versuchen zu stehen. Ja! Geil! Ist das das Einzige, was wir klauen können? Das Einzige, was wir hier klauen könnten, so eine Klorolle. Ich glaube, ja. Dann würde ich lieber mal irgendwo anders hingehen, auf ein anderes Grundstück. Weil das ist jetzt nicht so das Wahre. Wollen wir die Lounge besuchen oder hier? Wir versuchen mal hier hinzugehen. Das Museum besuchen, allein. So, okay. Weil ich möchte ja nach Möglichkeit irgendwie was Cooles klauen können. Jetzt nicht unbedingt eine Klopapierrolle. Ich meine, die hätten wir dort auf dem Grundstück auch, glaube ich. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn das jetzt das Einzige wäre, was wir stehlen könnten. Aber ich würde gerne mal anfangen damit. Und scheinbar müssen wir wirklich bis Level 5 kommen, bis wir mal irgendwas mitnehmen können, mitgehen lassen können. Aber immerhin können wir jetzt endlich anfangen. Können dann auch mal heute Nachmittag noch unseren Laden eröffnen. Das ein oder andere vielleicht sogar verkaufen. Ich weiß, ich muss mir mal schauen, wie es passt. Oh, das können wir auch stehlen. Auch richtig gut. Wir gehen erstmal hier hin. Das können wir auch versuchen zu stehlen. Komm, wir versuchen es einfach mal. Kommt noch gar keiner rein. Hat sie es nicht geschafft? Nee, okay. Könnten wir das? Okay, ja, könnten wir, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Dann können wir auch direkt hier mit jemandem quatschen. Wer ist das? Charlotte Müller. Oh, die heißt so wie wir. Komm, die lernen wir kennen. Hallo, eine andere Charlotte möchte ich gern kennenlernen. Hallo, ich möchte dich kennenlernen. Hallo. Schämt deswegen.
Erwischt worden. Oh, wir sind erwischt worden. So, ich würde gern mit ihr hier plaudern. Ich würde gern nicht da sitzen, weil das ist ein bisschen komisch. Das hier ist eigentlich so von der Art her eher so ein Jugendtreff. Ist ja auch sehr bunt und alles. Aber, ja, ich würde jetzt trotzdem... Ich würde jetzt trotzdem gern hier ein bisschen bleiben wollen. Wie ganz cool. Hüftstoß. Fragen, ob sie Single ist, über Interessen reden, über den Nervenkitzel des Stehlens, da ihre Karriere fragen. Ja, probieren wir einfach mal ein paar Dinge aus hier. Und lernen mal unsere Namensvetterin kennen, oder? Rumblödeln. Sie ist Single, okay. Wir können vielleicht hier direkt über unsere Karriere lügen. Niemand weiß über unsere wahre Karriere. Das finde ich lustig. falsch schlechte Nachrichten verkünden. Bisschen tratschen. Die verstehen sie echt ganz gut. Vielleicht könnte das unsere Freundin werden. Charlotte Müller und Charlotte Schäfer. Das klingt doch wie zwei Freundinnen. Das ist irgendwie ganz cool. Und sie hat irgendwie auch ein ganz cooles Outfit, oder? Das ist eine Custom-Content-Frisur. Das sehe ich von Weitem. Aber irgendwie sieht sie ganz cool aus. So ein bisschen sportlich, chic, hipster. Was weiß ich, irgendwie alles gemixt. Ich weiß nicht, ist das lustig. Wir können auch eine dramatische Geschichte erzählen. Wir können auch ein bisschen mehr Unfug machen. Zu einer falschen Party einladen. Hallo, kannst du bitte auch... Oh, sie hat sich einfach wegteleportiert. Alles klar. So, wie ist das? Dürfen die nicht im gleichen Raum sein? Oder, weil, könnte ich hier oben was stehlen? Frischer Tat ertappt. Dann muss ich jetzt warten, bis das weggeht. 7 Stunden? So lange muss ich jetzt warten? Oh nein, dann kann ich heute gar nichts mehr klauen. Ach, schade. Das ist ja mies. Das ist ja echt mies. 5 Stunden. Ah, das heißt, je mehr ich jetzt in der Richtung mache, gib dir nochmal Selbstzuspruch, desto eher kriegen wir das weg. Okay, dann können wir nochmal mit Travis reden oder so. Können uns ihm lustig vorstellen. Wenn wir hier selbstironischen Witze oder sowas machen. Oh, das ist ja richtig gut. Ach, das machst du jetzt die ganze Zeit und dann können wir das sogar weitermachen. Geil! Das ist ja cool. Dann können wir hier nochmal versuchen zu stehlen. Cool, dann mach das doch direkt mal. Yes, wir haben was geklaut. Sehr cool. Können wir denn noch was weiteres? Nee, direkt nicht nochmal. Was können wir denn alles mitgehen lassen? Das könnten wir auch schon mitgehen lassen. Können wir das nur auf Gemeinschaftsgrundstücken? War der Fehler, auf ein normales Grundstück zu gehen? Oder können wir einfach so viel erst mit Level 5? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein wenig... verwirrt. Aber da ist wieder Charlotte. Wir quatschen einfach nochmal mit Charlotte weiter. Wir können über unsere Interessen reden und ihr Zuspruch geben und von Interessen schwärmen, weil wir ja so energiegeladen sind gerade. Und da würde ich mich gern gut mit ihr unterhalten wollen. Wir können gern auch mit ihr uns freundlich vorstellen. Perfektionistin und Bücherwurm. Und ein Genie. Arbeitslos und Single. Ja, ich mag Charlotte. Nicht, weil sie arbeitslos ist oder Single, sondern einfach, ja, sie wirkt eigentlich ganz sympathisch und ich finde ihr Outfit irgendwie ganz lustig. Also es sieht doch sehr zusammengewürfelt aus, aber irgendwie in sich geschlossen auch wieder ganz cool. Ich weiß ja nicht, ich finde es irgendwie lustig. Wir fragen sie mal nach ihrem Entbindungstermin, gucken, ob sie da Bock drauf hat. Was? Ach so, ich dachte gerade, die Lamas sind mit in unserem Gespräch drin. So, als wären sie weitere Gesprächspartner, wisst ihr? So die beiden und dann noch 2 Lamas. Oder was sind das? 2 Yetis? Ich weiß nicht genau, wie man die bezeichnen möchte. So, wir können auch mit ihr über unsere Karriere lügen. Und falsch schlechte Nachrichten verkünden. Ja, aber cool, wir haben schon mal das erste Objekt, was wir verkaufen können. Und zwar wahrscheinlich dann das nächste Mal. Wenn wir bei Charlotte sind. Aber wir werden heute erstmal schauen, ob wir 2, 3 Objekte finden können, die wir stehlen könnten, theoretisch. Aber wir haben halt erst was gestohlen. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ah, nicht mehr lange. Okay, noch 1/2 Stunde. Dann können wir sogar nochmal was kaufen.
Ja, es werden wahrscheinlich nur zwei Objekte sein, die wir hier klauen können. Aber ist doch nicht so schlimm. Haben wir immerhin schon mal was. Das ist doch richtig cool. So, wir können mal vorgeben, geohrfeigt zu werden. Das stelle ich mir lustig vor. Ich finde auf jeden Fall diesen Treff hier ganz cool. Den habe ich auch aus der Galerie. Wir können sie nochmal mit dem Handschocker reinlegen und so. Sie ist scheinbar die Richtige dafür. Ja. Irgendwie passen die ganz gut zusammen, was das Schelmische angeht. Naja, sie ist ja auch ein Genie. Ich glaube, sie lässt sich nicht so schnell reinlegen, würde ich mal behaupten. Die beiden wirken echt wie gute Freundinnen jetzt schon. Ich finde es ganz cool. Ich finde die ganz, echt ganz cool. Hier schon mal zur Bewunderung ausdrücken und ihr den Tag verschönern. Und umarmen. Was haben wir denn noch so? Ein absurdes Gerücht können wir da mal verbreiten. Ja. Die beiden kommen echt gut aus. Also ich freue mich jetzt schon, dass wir da so direkt schon so eine Freundin gefunden haben quasi. Aber wir sind doch schon Freunde geworden. Wie cool. Ja, hat sich scheinbar geglaubt. Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir auch direkt mal ein Foto zusammen, oder? Also ein richtiges Foto. Foto machen mit Charlotte Müller. Mit unserer guten Namensvetterin. Komm, lass uns ein Foto machen. So, mal gucken, wie das aussieht. Können wir uns drehen? Nee, oder? Oder doch? Nee, können wir nicht. Jetzt haben wir die Charlotte May da so irgendwie drin. Nee, nicht Charlotte May. Wie heißt sie? Die heißt ja nicht Charlotte. Hannah May haben wir da irgendwie so halb mit drin. Ich versuch's mal nochmal. Hey, kannst du bitte da hingehen, wo ich dir das sage? Dahin sollst du bitte gehen, Mädchen. Warte mal. Geh mal hier hin. Das wirst du ja wohl hinkriegen. So, machen wir nochmal Komplimente wie Outfit. Und dann können wir nochmal ein Foto mit ihr zusammen versuchen zu machen, dass das irgendwie einfach mal eine andere Perspektive hat, weil das ein bisschen doof ist gerade, wie das gerade ausgesehen hätte. Hä? Aber schon wieder genau dieselbe Perspektive. Ich will nicht diese Perspektive. Das ist schade, wenn man ein Foto von sich selbst macht, kann man das quasi drehen, aber da irgendwie nicht. So, wir legen sie nochmal mit dem Handschocker rein, versuchen nochmal irgendwo anders hinzugehen. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwo anders hingehen können einfach. Wir gehen vielleicht mal nach oben. Hier plaudern. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Eigentlich muss sie nicht unbedingt mitkommen. Kommt sie denn jetzt mit oder nicht? Oder ist sie abgehauen? Hä, wo ist denn Charlotte jetzt? Wo ist sie hin? Ah, da ist sie, okay. Und dann können wir jetzt nochmal versuchen, zusammen ein Foto zu machen. So. Jetzt würde ich gerne versuchen, mit dir ein Foto zu machen. Charlotte. Ich hoffe, jetzt kriegen wir es hin. Und schon wieder ist sie da im Bild. Ey, ja, okay, dann machen wir halt so ein Drei-Freundinnen-Bild. Meinetwegen. Ist schon ein bisschen komisch. Können wir irgendeinen coolen Filter verwenden oder lassen wir den einfach so? Ich glaube, wir machen es einfach so, wie es ist. Wir machen mal 5 direkt. So. Damit irgendeins davon auch hoffentlich gut aussieht. Hä, warum haben wir nur 2? Naja, aber die sind beide gut geworden, glaube ich. Okay, dann haben wir ein Bild mit ihr gemacht. Solange das jetzt auch gedauert hat, können doch, glaube ich, noch was klauen. Wenn wir mal hier hingehen, können wir doch bestimmt uns hier noch diesen Stuhl holen, ohne dass davon jemand was mitbekommt. Yes, sehr gut. Cool. Ja, jetzt können wir aber wahrscheinlich nicht nochmal was klauen. 2 Stunden dauert das normalerweise. Ja, das werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen. Oder wollen wir nochmal den Versuch starten, nochmal ein drittes Mal was zu klauen? Ich weiß nicht genau. Gehen wir hier auf Toilette. Auch wenn wir die blauen Toiletten genauso benutzen könnten, ist eigentlich egal. Hier sind keine Türen drin oder so, was ganz cool ist.
Oder? Nee, da sind normale Türen drin. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich frage mich gerade, ob wir nach Hause gehen und was essen wollen oder ob wir hier vielleicht nochmal drauf warten wollen, ob wir noch was Drittes klauen können. Das könnten wir theoretisch auch klauen. Was könnten wir denn noch mitnehmen? Irgendwas von hier? Oder nehmen wir einfach dann noch einen Stuhl mit quasi? Oder noch eine Pflanze? Wir könnten hier nur ein Getränk zubereiten, aber nichts essen. Jetzt ist halt die Frage, wie gesagt, bleibe ich jetzt so lange hier bis 23 Uhr, bis das hier weg ist? Oder gehen wir lieber nach Hause? Ich glaube, wir gehen doch lieber nach Hause, oder? Ja, komm, wir sind mal brav. Quasi. Wir werden mal nicht so megamäßig lange noch unterwegs sein, sondern lieber nach Hause gehen. Das ist, glaube ich, besser. Und mit zu Hause meine ich natürlich Newcrest. Auch wenn sie da wahrscheinlich nicht bleiben wird. Ja, die Folgen, sehe ich gerade, sind doch relativ lang. Vor allem, wenn ich Pause drücke und sowas und nachdenke und alles. Aber wie gesagt, sind ja auch nur einmal die Woche. Und ich denke mal, dafür passt die Folgenlänge doch einigermaßen. Könnt ihr mir auf jeden Fall auch sagen, ob ihr die Folgenlänge so okay findet oder ob es euch zu lang ist oder wie ihr das Ganze halt so findet, ne? Wie das halt so ist. So, dann kannst du einmal eine schnelle Dusche nehmen. Und was können wir denn Schönes zu Abend essen? Ja, ein Gartensalat, würde ich sagen. Und dann packe ich hier schon mal die ersten Objekte hin. Wir können natürlich auch Objekte, die wir hier in die Regale reinstellen können, noch mit verwenden. Ich stelle hier erstmal so. Und dann die Pflanze. Ist irgendwie voll unscheinbar. So. Sieht irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen. Das können wir schon mal als zu verkaufen kennzeichnen. Wir könnten hier sogar das gestohlene Objekt zurückgeben. Aber nein, wir haben es als zu verkaufen gekennzeichnet. Und wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir bei Charlotte sind, können wir dann hier auch anfangen, Sachen zu verkaufen. Ich würde am liebsten auch vorher noch mal ein bisschen auf Beutejagd gehen, quasi. Ein, zwei Objekte werden wir vielleicht noch finden. Und danach können wir dann auch noch mal. Ja, können wir auch wieder ein bisschen was verkaufen. Warum musst du das denn jetzt dort machen? Ach, Mädchen. Das ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar für mich jetzt. Alles. Das kannst du doch dahin platzieren. So, und wenn wir jetzt noch die ganzen Sachen hier anpassen. Ich werde das hier mal testen. Ob wir das hier irgendwie schön platzieren können. So. Nee, es muss. So quasi. Ich möchte das hier irgendwie schöner haben. Sieht doch schrecklich aus so. Vor allem, wie sie da immer das Brett total komisch verwendet. Also so ein Bad und was weiß ich wo noch überall. Was weiß ich, wo sie sonst noch hingehen will mit dem Schneidebrett. Wenn es doch einfach mal da, Mädchen. Einfach hier den Gartensalat fortsetzen, bitte. Was ist daran so schwierig? Kannst du bitte mal da hingehen? Also mit dem Gartensalat fortsetzen. Hä, warum kannst du das denn da nicht? Bist du blöd? Scheinbar ist sie blöd. Ich weiß nicht, was sie davon abhalten soll, den dort zuzubereiten. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verschwende auch voll das Geld mit ihr. Ich weiß gerade gar nicht, warum sie hier zusätzliches Geld hat. Hä? Mädchen, was ist das? Was ist dein Problem? Ist es das Ding? Muss das da drüben hin? Kannst du es jetzt zubereiten? Kannst du jetzt den Gartensalat fortsetzen? Jetzt kann sie es, okay. Aber das stand ja noch nicht mal da drauf. Das stand ja quasi nur so daneben. Ich weiß auch nicht, was sie hat. So, ich würde gern gucken, ob ich das irgendwo anders hinsetzen kann. Es ist gerade ein bisschen schwierig mit ihr, muss man sagen. So. Fliegt das? Nee, das ist normal. So. Das kannst du gern weitermachen, Mädchen. Ja. Ja, setz ihn doch einfach fort, den Gartensalat. Ich denke mal, wir müssen sie verlassen, noch bevor sie ihren Gartensalat zu Ende gegessen hat. Aber ja, sie hat dann auf jeden Fall hier schon mal
ist das schon mal dabei, das Essen zuzubereiten. Ich hoffe, du stirbst mir nicht, während du hier versuchst, den Salat zu machen. Aber ja, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, ist die Folge dann auch an dieser Stelle beendet. Wow, eine halbe Stunde mit Charlotte hier verbracht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, vielleicht schon nächste Woche, natürlich wieder mit Yannick und seinen Aufgaben und Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Und die hat auch echt ein eigenartiges Gesicht, was sie die ganze Zeit macht. Du isst doch einfach nur Mädchen. Ich weiß nicht, was sie da für Probleme hat. Aber naja, das werden wir vielleicht das nächste Mal auch mit Charlotte erfahren. In der übernächsten Folge. Und bis dann, das nächste Mal mit Janik wieder. Tschüss.